Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute Gesichtsgymnastik und unser Bereich ist heute der Mund. Und wenn wir das Glück haben, einen Partner zu haben und gerne geküsst werden, dann haben wir schon 44 Muskeln aktiviert um unseren Mund herum. Also, wer gerne küsst, das soll küssen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und wer nicht, der macht jetzt mit mir zusammen zwei Übungen. Und zwar einmal gehen wir hin und machen so, als würden wir einen Partner küssen. Also wir stellen uns den einfach mal vor und küssen. So sieht es dann aus. Und wir machen das so 3-4 Sekunden und dann 2 Sekunden machen wir Stopp und dann machen wir diese Übung 8 Mal etwa. Also wir machen das mal zusammen. Natürlich macht das Küssen mit einem Partner mehr Spaß. Aber wir machen diese Übung trotzdem. Also, und jetzt habt ihr vielleicht auch gesehen, beim Küssen zieht man sich da oben leichte Falten hin. Muss nicht sein, kann sein. Und da wirken wir jetzt entgegen, damit wir das Schöne hier um den Mund straffen. Und es ist eine ganz einfache Übung. Wir machen die auch 5 bis 8 Mal. Auch immer ein paar Sekunden halten und einen Moment entspannen und dann wieder. Also, das sieht so aus, dass Sie also den Mund zumachen. Und wenn wir uns da, wenn wir den Mund so machen, gibt es hier ein bisschen Falten. Und die, damit die nicht entstehen oder die wir nicht haben, halte ich das so fest. Also ich mache das jetzt nochmal vor. So, und jetzt merken wir, wie die Lippen durchblutet sind. Ja, und es macht uns einerseits wunderbar schön hier alles straff und unsere Lippen sind wunderschön und so. Und jetzt können wir unseren Partner küssen, da freut er sich auch. Das war's für heute. Ciao.